Wenn es nach der Hamburger Morgenpost ginge, bin ich ja ein chancenloser Kandidat und kann die Bewerbung mir hier eigentlich sparen. Aber ich bin der Meinung, dass nicht der Redakteur der Mopo, sondern die Mitglieder unseres HSV wählen. Das mal vorab. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und fasse mich wirklich kurz. Also mein Name ist Jürgen Staff, darf den Namen nicht vergessen. Ich komme aus Mainz, der zweitschönsten Stadt der Welt, nach Hamburg natürlich. Ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Als gelernter großen Außenhandelskaufmann, das trotzdem kurz zum Unternehmen, führe ich ein sehr erfolgreiches Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Mainz. Wir haben Niederlassungen in Thüringen, im Saarland. Ab Januar 2011 auch jetzt endlich in Hamburg. Das war auch der Grund, dass ich die Bewerbung hier abgegeben habe. Auch mein Zweitwohnsitz hier. Das heißt, die Zeit, die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist da, wäre da für den Aufsichtsrat. Die Frage, wie kommt ein Mainzer dazu, sich für dieses Amt zu bewerben? Ich habe es gestern schon kurz erzählt, das ist jetzt in den 3 Minuten ganz schwer zu erklären. Ich probiere es kurz. Als Fan, ich bin dann der kompetente Fan hier, das prägende HSV-Erlebnis war am 25.11.1978. Wir durften als Schülermannschaft das Vorspiel bestreiten, Eintracht Frankfurt gegen HSV. Ich war mit Kevin Keegan, Rubisch, Kals in der Umkleidenkabine, bin mit Kevin Keegan am Arm aufs Stadion gelaufen und ab dem Tag gab es für mich jeden Tag irgendwo im Kopf nur den HSV. Ich bin in den 32 Jahren, den vergangenen, habe ich 800 Spiele gesehen vom HSV, hat jetzt im Herbst gegen Kaiserslautern mein 500. Spiel, Jubiläum. Die Mannschaft hat mir ein Trikot geschenkt, das war ganz toll. Habe 300 Auswärtsspiele gesehen, für mich meist Heimspiele. Fast 600.000 Kilometer gefahren für den HSV. Habe keinen bereut. Mein Urlaub war 15 Jahre gestrichen. Das ist tatsächlich so. Es gab nur Hamburg, HSV. Meine Frau würde das bestätigen. Viele Höhen und Tiefen haben wir erlebt. Damals im Volkspark noch, Westkurve, dann die schöne Arena, die Nordkurve. Heute bin ich auf der Haupttribüne seit einigen Jahren. Es war viel Freude, viel Leid, aber am Ende war immer das Herz da, das hat gesiegt. Wir haben immer gesagt, okay, dann gehen wir Samstag wieder ins Stadion. Ich weiß als erfolgreicher Unternehmer sehr wohl um die Aufgaben und Pflichten eines Aufsichtsrats. Wir haben das hier alle jetzt gelesen und ich denke, wir sind uns alle bewusst darüber und könnten das alle erfüllen. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn ich das Amt mit all meiner Leidenschaft und meinem Herzblut für den HSV ausführen dürfte. Wir sollten nicht vergessen, wie bereits schon erwähnt, dass auch die anderen 33 Sportarten, erfolgreiche Sportarten, zu erwähnen sind und auch darüber gesprochen werden muss. Mehr als 70.000 Mitglieder im Breitensport können sich da nicht irren. Trotzdem bin ich der Meinung, bei aller wirtschaftlichen Kompetenz, wir sollten alle im kompletten Sport, wir brauchen ein Ziel, liebe Fans, wir brauchen endlich einen Titel. Wir brauchen einen Meister oder einen Pokal. Nach dem sportlichen Erfolg kommt automatisch auch der wirtschaftliche. Wir haben die Harmonie mit nur Erfolg, die braucht jeder Verein, wirklich jeder. Ich möchte als, gestern hieß es das abgedroschene Wort, Mann der Mitte fungieren, nicht im Lager rechts, Lager links zugeordnet werden oder pro, contra. Ich sehe mich dann als der Vermittelnde, ich möchte das gut aus rechts und links raus, ein konstruktives Gespräch suchen und dann auch einen offenen Dialog mit allen durchsetzen. Ich muss wiederholen nochmal, das klare Ziel sollte und muss in naher Zukunft ein Titel sein. Das wird uns näher bringen. Menschlichkeit, Charakter und vor allen Dingen Ehrlichkeit im Umgang miteinander, das führt uns dorthin. Für die Begriffe möchte ich stehen, mich dafür einsetzen, bei der Mannschaft, bei den Fans und bei den Verantwortlichen. Lasst uns bei den nächsten Wahlen, egal wie wir zusammen sind, mit Stolz auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückblicken. Mit diesem Herzenswunsch möchte ich mich bei Ihnen bedanken, wünsche euch allen schöne Weihnachten und gute Rutsch und wir sehen uns am 9. Januar. Vielen Dank, ihr.